Wunderbar, das reicht mir schon. Sehr gut. Ja, also die Ansicht kennt ihr ja, ganz normal Bilby. Und was ich jetzt gemacht habe hier für dieses Webinar, ich habe im Prinzip zwei Shops mir angelegt, einen Shopify-Shop und einen WooCommerce-Shop. Genau, um euch so ein bisschen den Bestandsabgleich zu zeigen, sozusagen. In beiden Shops habe ich drei Produkte angelegt: einen Ventilator, eine Gießkanne und eine Banane. Hier sieht man schon im Shopify-Backend, wem das vielleicht bekannt ist, hier habe ich eine Quantity of 0, also ich habe quasi keinen Lagerbestand hier sozusagen. Das gleiche bei WooCommerce, da habe ich auch diese drei Produkte angelegt: Banane, Gießkanne, Ventilator. Und genau, die sind auch hier nicht vorrätig sozusagen, also null Artikel hinterlegt. Genau, vielleicht eine Kleinigkeit, die euch direkt schon auffällt, hier bei WooCommerce. Haben zwei Artikel eine Artikelnummer, bei einem habe ich das mal weggelassen sozusagen. Hier bei Shopify habe ich allen Artikeln eine Artikelnummer vergeben. Genau, die beiden hier sind auch richtig, die stimmen sozusagen mit denen bei WooCommerce überein, bei Banane eben nicht. Da habe ich hier die Chick SKU und hier bei WooCommerce habe ich gar keine SKU, keine Artikelnummer. Genau, um euch zu demonstrieren, was dann sozusagen passiert oder passieren kann in so einem Fall. Und wie ihr dem Ganzen dann trotzdem ja, das Ganze trotzdem beheben könnte, sozusagen das Problem. Genau. Hier in Bilby unter Artikel habe ich jetzt noch gar nichts drin. Genau, einfach quasi eine blanke Bilby-Installation. Das Einzige, was ich schon gemacht habe, ist, dass ich die Shops mit Bilby verknüpft habe. Also hier in meinen Shop-Verbindungen sehen wir sowohl den WooCommerce wie auch den Shopify-Shop. Genau, letzter Abruf war ja vorhin um 2. Also alles jungfräulich sozusagen, wurde nichts eingelesen, keine Bestellung. Genau, das ist quasi alles, was ich hier in Bilby bisher gemacht habe. Genau, und der erste Schritt, wenn ihr eben Bestandsabgleich nutzen wollt, ist, dass ihr den entsprechend in der jeweiligen Shop-Verbindung aktivieren müsst. Dazu könnt ihr die einfach bearbeiten und findet dann hier den Bereich Bestandsabgleich. Genau, für WooCommerce habe ich das Ganze jetzt schon mal gemacht. Abgleich aktiv, das Häkchen gesetzt und Abgleich bei neuen Artikeln aktiv. Das heißt, dass automatisch sozusagen, wenn ein neuer Artikel eingelesen wird, der Bestandsabgleich für diesen Artikel aktiviert wird. Genau, kann dann auch entscheiden, ob der Bestand erstmal aus dem Shop übernommen werden soll. Habe ich jetzt hier in meinem Fall nicht gemacht, weil genau, das sind ja die Bestände überall null sozusagen und ich möchte den Bestand aus Bilby heraussetzen. Und dann gibt es hier noch zwei ganz interessante Felder, die ich auf Shop-Ebene sozusagen ja, definieren, festlegen kann. Das eine ist der Mindestbestand. Das heißt einfach, hier kann ich sozusagen einen Minimalbestand, also eine Zahl, eingeben, die immer mindestens an den Shop übertragen werden soll. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel 5 reinschreibe, dann wird immer der Bestand von 5 mindestens an den Shop übertragen. Wenn 6 ist, wird natürlich 6 übertragen. Wenn 20 ist, 20. Aber wenn zum Beispiel 4, 3 oder 2 ist, wird trotzdem immer mindestens der Bestand von 5 an den Shop übermittelt. Das gleiche auch beim Höchstbestand. Hier kann ich sozusagen die Maximalhöhe eintragen. Ja, also ich kann jetzt sagen, okay, es soll maximal 10 übermittelt werden. Auch wenn ich vielleicht 50, 60 Produkte am Lager habe, wird hier immer gesagt, jo, es sind 10 am Lager. Und erst wenn ich dann bei 9 bin, wird tatsächlich auch 9 übermittelt, 8 übermittelt und so weiter und so fort. Genau. Kann zum Beispiel interessant sein für Kanäle wie eBay oder so, wo die verfügbaren Artikel auch immer mit angezeigt werden, dass ich da so ein bisschen mitspielen kann und nicht sagen, ja, yo, ich habe noch 5000 von den Dingern auf Lager. Lasst euch ruhig ein bisschen Zeit beim Kaufen sozusagen. Genau, der Einfachheit halber lasse ich das jetzt einfach mal leer. Also wie gesagt, hier die beiden Häkchen sind auf jeden Fall ganz, ganz sinnvoll. Dann speichere ich mir das Ganze ab. Schau mal in den Shopify Store rein. Weiß ich jetzt gar nicht genau, hatte ich es auch schon aktiviert. Genau, das sind im Prinzip so die einzigen Grundvoraussetzungen, die ich hier im Bereich Shop-Verbindung machen und schaffen muss. Genau, und dann gehe ich mir erstmal meine Artikelübersicht. Und hier sind ja jetzt keine Artikel drin. Ich könnte jetzt natürlich die Artikel, die ich im Shop habe oder im Shopify Shop oder im WooCommerce Shop habe, könnte ich mir jetzt hier natürlich manuell anlegen, quasi nachbilden und auch manuell verknüpfen. Und genau, das spare ich mir aber mal und ich importiere jetzt erstmal die Artikel zum Beispiel aus dem Shopify Shop. Genau, dazu gehe ich auf Artikel importieren. Kennt der eine oder andere wahrscheinlich schon, ist ja seitdem wir die Artikelansicht überarbeitet haben, auch alles neu sozusagen, alles ein bisschen flexibler und ein bisschen mächtiger geworden. Hier kann ich jetzt auswählen, wo ich möchte meinen Artikel aus dem Shopify Shop importieren. Genau, kann auch hier wieder noch eine Einstellung vornehmen. Jo, der Bestandsabgleich soll direkt aktiviert werden für die entsprechenden Artikel, die importiert werden. Und kann dann hier erstmal den Import starten. Genau, jetzt dauert es ganz kurz. Hier oben kriege ich gleich eine Meldung, wenn das Ganze erfolgreich ist. Jo,
geht relativ schnell bei drei Artikeln natürlich. Und ich sehe jetzt hier im Bereich Importe, genau hier oben, dass drei Artikel eben importiert wurden. Die untersten beiden, das war ein Probelauf von mir, beziehungsweise die obersten beiden, sorry. Die kann ich mal hier rauslöschen. Genau, das war eben im Prinzip der Import jetzt von gerade eben. Jetzt schaue ich mal in der Artikelliste. Sind die Artikel denn auch da? Jawohl, sieht ganz gut aus. Ich habe hier meine Gießkanne, meine Banane, meinen Ventilator. Genau, die SKU wurde auch sauber eingelesen. Und hier sieht man auch direkt bei Quellen, dass die Shopify-Quelle mit der entsprechenden, ja, langen Shopify-ID direkt hier angelegt wurde. Und ja, dieses grüne Icon hier sagt mir im Prinzip, dass für diesen Artikel der Bestandsabgleich aktiviert ist. Ja, also wenn ihr zum Beispiel Probleme habt oder so, seht ihr auf den ersten Blick, wenn ihr durch eure Artikel scrollt, okay, hier ist kein grüner Pfeil oder so. Das heißt, hier ist der Bestandsabgleich nicht aktiviert. Genau, jetzt ploppt es ein bisschen in meinem Ohr. Jetzt gucke ich mal, was hier an Fragen sind. Aber genau, da würde ich dann nachher nochmal drauf eingehen, glaube ich. Ja, genau. Gut. Genau, also jetzt habe ich die Artikel vom Shopify Store im Prinzip schon importiert. Jetzt könnte ich schon sagen, okay, ich möchte jetzt mal hier einen Lagerbestand ändern oder so. Und das würde dann auch gleich bei Shopify geändert werden, sozusagen. Mache ich jetzt aber mal nicht, weil ich möchte ja zusätzlich auch noch den WooCommerce Shop hier mit abbilden. Und deshalb importiere ich die Artikel jetzt auch zusätzlich nochmal aus dem WooCommerce Shop. Vielleicht als kurzer Hinweis vorab. Es gibt unter Einstellungen, allgemeine Einstellungen, den Bereich Artikelsynchronisation. Und da könnt ihr festlegen, anhand welcher Daten wir Artikel quasi zuordnen sollen oder erkennen sollen, sozusagen, dass der eine Artikel vom einen Shop zu einem anderen Artikel aus dem anderen Shop gehört. Standardmäßig sollte das bei euch hier so aussehen, dass wir entweder schauen, passt die SKU, stimmt die SKU überein oder stimmt die EAN überein. Ihr könnt jetzt auch eins davon deaktivieren, sozusagen. Wenn ihr einen bestimmten Grund dafür habt, oder ihr könnt auch den Artikel über den Titel suchen lassen, ist aber natürlich ein bisschen gefährlich, wenn ihr jetzt zwei Artikel habt, die halt einmal heißen, dann wird er halt zugeordnet, auch wenn jetzt das vielleicht zwei völlig verschiedene Artikel sind. Deshalb ist jetzt erstmal standardmäßig SKU und EAN hier aktiviert. Und solltet ihr den Bestandsabgleich nutzen, empfehlen wir euch auch ja, sehr eindringlich sozusagen, entweder eben eine SKU für jeden Artikel vergeben zu haben, der auch einheitlich ist für jede Plattform sozusagen, oder eben ja wirklich die EAN zu nutzen und daran den Artikel zu identifizieren. Genau, aber jetzt importiere ich mal das Ganze mir auch aus WooCommerce. Genau, ist hier schon ausgewählt, Bestandsabgleich, ich möchte auch wieder aktiviert haben. Und jetzt starte ich den Import. Kriege ich auch wieder gleich eine Meldung, dass das abgeschlossen ist hier unter Importe. Genau, WooCommerce, drei Artikel wurden verarbeitet, wurden eingelesen, drei erfolgreich. Jetzt gehe ich in meine Artikelliste rein und siehe da, ich habe jetzt plötzlich vier Artikel. Genau. Woran liegt das Ganze? Wir sehen es hier hinten schon relativ schnell. Also ich habe hier einmal den Artikel Banane doppelt sozusagen, einmal mit der WooCommerce-Quelle und einmal mit der Shopify-Quelle und nur bei Gießkanne und Ventilator wurden die beiden korrekten Quellen richtig zugeordnet und es wurde kein neuer Artikel angelegt. Das liegt genau daran, was ich euch eingangs erklärt habe. Hier bei WooCommerce habe ich mal ganz bewusst bei der Banane keine Artikelnummer hinterlegt. Und deshalb wird die hier eben nicht automatisch richtig zugeordnet, sozusagen, auch wenn es vielleicht derselbe Artikel ist. Wenn ich jetzt bei den Einstellungen, die ich euch vorhin gezeigt habe, mit der Artikelsynchronisation das Erkennen über den Titel angehakt hätte, dann hätte der das eben hier auch richtig zugeordnet. Genau, weil das eben anhand des Worts Banane sozusagen zugeordnet hätte. Ja, hatte ich aber nicht. Ich hatte eben nur SKU und EAN und SKU war eben hier gar keine vorhanden bei dem WooCommerce-Artikel. Deshalb, ja, genau, deshalb konnte das nicht zugeordnet werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr das Problem sozusagen beheben könnt. Die eine Möglichkeit ist es, dass ich den Artikel Banane quasi manuell diesem Artikel Banane hier unten hinzufüge. Ja. Da muss ich mir nur die WooCommerce-ID merken oder kopieren oder raussuchen. Das ist hier die 17 sozusagen, quasi die Post-ID von dem Artikel bei WooCommerce. Gehe in den anderen Banane-Artikel rein, der von Shopify importiert wurde und finde dann hier unter Quellen meine ganzen Quellen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, eben über neue Quelle sozusagen den Artikel manuell hinzuzufügen. Genau, in vielen Fällen kann das auch die einzige oder die ja, sinnvollste Möglichkeit sein. Zum Beispiel auch, wenn ich von WooCommerce jetzt noch gar keinen Artikel importiert hätte,
dann könnte ich eben hier sagen, okay, das ist jetzt WooCommerce und jetzt möchte ich hier den Artikel 17 zum Beispiel manuell hinzufügen. Genau, kann auch hier so ein paar Spezialeinstellungen vornehmen, wo ich aber jetzt nicht näher drauf eingehe und könnte das Ganze speichern. Und dann wäre auch meine Banane sozusagen diesem Artikel hier richtig zugeordnet. Und ich müsste dann im Prinzip nur den falschen, Anführungszeichen, Bananenartikel hier oben rauslöschen. Aber in so einem konkreten Fall geht es eben auch noch einfacher. Und zwar kann ich diese beiden Artikel verknüpfen. Dazu markiere ich einfach vorne die beiden entsprechenden Artikel. Und hier oben erscheint dann so ein neues Icon, quasi Artikel zusammenfassen. Und wenn ich da draufklicke, kann ich jetzt auswählen, welches der Masterartikel sein soll sozusagen. Und da macht es immer Sinn, den zu nehmen, der die meisten Informationen in Anführungszeichen hat. Also in meinem Fall jetzt hier der Shopify-Artikel, weil da habe ich eben auch die SKU. Klicke auf Speichern. Werde ich nochmal gefragt, ob ich das wirklich machen möchte eben. Und genau, wenn ich das bestätige, werden diese Artikel zusammengefasst. Und ich sehe hier direkt automatisch, wird die Quelle WooCommerce noch hinzugefügt bei diesem einen Artikel. Und ich habe jetzt schön sauber drei Artikel hier drin, mit jeweils zwei Quellen, Shopify und WooCommerce. Überall ist der Bestandsabgleich aktiviert und das sieht sauber und schön aus sozusagen. Genau. Ja, jetzt wollen wir erstmal den Bestandsabgleich tatsächlich anschauen. Was passiert denn? Wie funktioniert das überhaupt? So jetzt, wie es jetzt ist, passiert erstmal gar nichts. Genau, weil es hat ja im Prinzip noch keine Änderung stattgefunden. Und deshalb würde ich jetzt erstmal initial quasi meine Bestände hier hinterlegen. Das könnt ihr direkt in Bilby machen, so wie ich es gleich machen werde. Wenn ihr mehrere oder ja, viele Artikel habt, dann könnt ihr das auch per Excel-Import machen zum Beispiel. Dann braucht ihr im Prinzip nur eine Excel-Datei, wo in der linken, der ersten Spalte die SKU steht und rechts zum Beispiel der Lagerbestand. Könnt das dann hochladen in Bilby und automatisch werden die Bestände hier quasi entsprechend gesetzt. Ich mache das Ganze jetzt mal manuell. Sag zum Beispiel bei der Gießkanne, jawohl, da habe ich jetzt 5 auf Lager, bei der Banane habe ich 3 auf Lager und beim Ventilator habe ich zum Beispiel 4 auf Lager. Genau, und jetzt erkennt Bilby sozusagen, und so funktioniert der Bestandsabgleich bei uns eben, dass hier eine Änderung erfolgt ist bei den jeweiligen Artikeln und das Ganze wird jetzt sozusagen quasi in eine Warteschlange geschoben und ja, dann quasi an den jeweiligen Kanal übermittelt. Also hier wird jetzt geschaut, okay, bei der Gießkanne gab es eine Änderung auf 5 Artikel sozusagen, auf einen Lagerbestand von 5. Und dann versuche ich eben, oder dann schaut Bilby, okay, welche Quellen sind denn hier hinterlegt? Und dann schiebe ich die 5 eben zu Shopify und zu WooCommerce und das eben für alle Artikel, die ich hier angelegt habe. Genau. Gucken, wie schnell das Ganze jetzt funktioniert, wie viel los ist bei Bilby. In der Regel geht das relativ schnell, also meistens unter einer Minute. Ich werde jetzt gleich nochmal schauen, gleich noch ein bisschen aktualisieren. Genau, hier sehen wir bis jetzt noch nichts. Dann zeige ich euch in der Zwischenzeit nochmal was anderes. Und zwar gibt es gerade bei Fehlern oder wenn eben irgendwas nicht funktioniert, dann ist es ja, sehr sinnvoll, mal die Ereignisanzeige hier in Bilby zu verwenden unter Einstellungen Ereignisse. Seht ihr im Prinzip so eine Art Protokoll quasi, was in Bilby sozusagen alles stattgefunden ist in der letzten Zeit. Hier seht ihr zum Beispiel meine beiden Artikelimporte aus Shopify und WooCommerce. Und eben hier taucht dann auch irgendwann auf, wenn es quasi zu einem Bestandsabgleich gekommen ist. Ist jetzt noch nicht der Fall. Und was noch viel wichtiger ist, hier würde eben auch auftauchen, wenn im Bestandsabgleich versucht worden ist, aber der eben nicht erfolgreich war. Also wenn ich zum Beispiel eine falsche Quell-ID hinterlegt habe oder so. Also wenn Bilby versucht, einen Bestand bei einem Artikel zu ändern, bei WooCommerce zum Beispiel, aber die Artikel-ID bei WooCommerce gibt es eben nicht mehr. Dann würde das hier als Fehler auftauchen. Und genau, je nachdem, wie meine Einstellungen sind, könnte ich mir das eben auch per E-Mail dann als Benachrichtigung schicken lassen. Genau, gehen wir nochmal in die Artikel rein. Hier in dem einen Artikel zeige ich euch jetzt nochmal ein bisschen genauer, was ihr vielleicht bei Quellen noch einstellen könnt. Genau, auch hier könnt ihr wieder quasi auf Artikelebene einstellen, wie der Mindestbestand, wie der Maximalbestand sein soll. Also könnt ihr sehr granular quasi eure Einstellungen vornehmen, müsst ihr aber nicht. Ja, also wenn ihr sozusagen alles leer lasst und einfach nur den Bestandsabgleich aktiviert, dann wird entweder die Einstellung aus den Shop-Einstellungen genommen und wenn auch da nichts vorhanden ist sozusagen, wird die, genau, dann wird gar kein Mindestbestand oder Maximalbestand übermittelt, sondern immer tatsächlich das, was auch vorhanden ist, im Bild, ja, bei dem Artikel. Genau, schauen wir nochmal hier, ob sich inzwischen was getan hat. Nee, hat sich noch nichts getan. Das ist schade.
Ich hoffe, das passiert gleich, sonst kommt der berühmte Vorführeffekt zum Tragen, aber sollte eigentlich gleich funktionieren. Genau, was gibt es noch zu sagen zum Bestandsabgleich? Ja, vielleicht ein bisschen zum Thema typische Fehlerquellen. Also ich sag mal, man kann schon relativ viel sehen, wenn man in diese Artikelübersicht geht und sich einfach seine Artikel mal anschaut. Je nachdem, welche Kanäle man hat, sollten die mehr oder weniger halt immer identisch aussehen. Also sollte der Bestandsabgleich mal generell aktiviert sein. Bei den Quellen sollten halt genau die Kanäle hinterlegt sein, die ich eben auch habe. Ja, und wenn ich hier sehe, okay, hier ist bei einem Artikel nur Shopify sozusagen hinterlegt und ich wundere mich, warum der Abgleich mit WooCommerce nicht funktioniert, dann fehlt hier eben die entsprechende Quelle. Das heißt, es konnte nicht automatisch zugeordnet werden oder ich habe es eben vergessen, manuell zuzuordnen. Das ist so ein typisches Problem sozusagen. Und ein zweites Problem ist, dass oftmals die Quell-IDs nicht richtig sind sozusagen. Das kann sein, dass ich mich eben einfach, wenn ich was manuell verknüpft habe, irgendwie vertippt habe, da was falsch gemacht habe. Es kann aber auch sein, dass sich die Quell-ID aus irgendeinem Grund geändert hat, dass ich einen Artikel deaktiviert habe, neu eingestellt habe. Je nach Marktplatz bekommt er dann eben eine neue ID sozusagen und ich muss hier quasi wieder Hand anlegen und meine Artikel korrekt verknüpfen sozusagen. Das sind so ein bisschen die Standard-Probleme, die hier tatsächlich auftreten können. Genau. Ja, jetzt hat sich hier was getan. Genau, ich habe jetzt hier mein Shopify Inventory aktualisiert und ich sehe jetzt, jawohl, hier steht jetzt die Banane, der Ventilator und der Gießkanne mit der entsprechenden Quantität drinne. Genauso wie ich es in Bilby gesetzt habe sozusagen. Das sollte hier bei WooCommerce jetzt auch angekommen sein. Genau, ist hier wieder alles vorrätig. 3, 5, 4, wunderbar. Und wenn ich jetzt in Bilby schaue, in meiner Ereignisanzeige, dann sehe ich, ups, auch, genau, dass hier eben der Bestandsabgleich stattgefunden hat. Ja, der Bestand von Chick, der Nummer und VE01 schon WooCommerce entsprechend aktualisiert, in Shopify entsprechend aktualisiert. Und wenn hier jetzt irgendwas eben nicht funktioniert hätte, dann genau, würde ich hier eben auch die entsprechende Fehlermeldung sehen. Genau. Was bringt mir jetzt das Ganze oder was ist der Vorteil sozusagen? Wenn jetzt eben eine Bestellung reinkommt von einem der beiden Kanäle, dann habe ich den Vorteil, dass ich dass ich meine Bestände eben nicht manuell anpassen muss, ja, und dass sozusagen sich das dann entsprechend reduziert. Ich will nochmal gerade schauen, wie meine Bestände hier waren. Genau, bei der Banane hatte ich jetzt hier einen Lagerbestand von 3 sozusagen. Und genau, wenn jetzt eben ein Kunde im WooCommerce-Shop beispielsweise 3 Bananen kaufen würde, dann hätte ich eben keine mehr, ja, und dass es dann nicht zu Überverkaufen kommt, wird dann der Bestand eben in meinen Kanälen entsprechend reduziert auf 0 gesetzt und der Artikel ist dann eben nicht mehr zum Verkauf. Genau, das mache ich jetzt mal. Also ich werde jetzt einfach mal hier testweise ein paar Bananen kaufen in meinem WooCommerce-Shop. 13 ist vielleicht ein bisschen viel, aber 3 könnte ja ganz gut gehen. Ja, habe hier schon so ein paar Daten eingegeben von Max Mustermann und schicke jetzt einfach mal meine Bestellung ab. Jawohl, das hat funktioniert. Ich habe jetzt hier, oh, eine Banane gekauft. Das ist schlecht. Ich wollte 3 kaufen. Jetzt kaufe ich doch nochmal 3. Genau, hier steht auch, sieht man auch, jetzt hier 2 vorrätig im WooCommerce Shop. Jetzt kaufe ich doch aber nochmal 2. Genau, zur Kasse, dass sie sozusagen dann alle weg sind. Bestellung abschicken. Genau, sieht gut aus. Jetzt habe ich hier 3 Bananen gekauft. Hier in WooCommerce selber, logischerweise, hat sich der Bestand natürlich direkt reduziert. Ja, das ist natürlich ist ja ganz klar. Also macht ja gar keinen Sinn, dass wir jetzt das erste sozusagen zu Bilby importieren würden und dann in WooCommerce sagen würden, jo, du hast keine 3 Bananen mehr. Das wird natürlich quasi hier direkt gemacht und auf 0 gesetzt. Deshalb ist jetzt hier die Banane nicht mehr vorrätig. Kann das Ganze nicht mehr bestellen. Und jetzt ist der Prozess eben so. Wir können natürlich die Bestände erst anpassen, wenn wir im Bilby Kenntnis von der Bestellung haben. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht der Fall. Dauert natürlich ein bisschen. Ich gehe jetzt mal hier in meine Bestellübersicht sozusagen. Gucken, ob sich da schon was tut. Ob schon was eingelesen wird. Genau, jetzt habe ich hier meine 2 Bestellungen gerade eingelesen von Max Mustermann. Einmal mit einer, einmal mit 2 Bananen für jeweils 1 €. Und spätestens jetzt haben wir eben auch Kenntnis von der Bestellung und wissen, dass sich der Lagerbestand entsprechend reduziert haben sollte. Jetzt schaue ich mal hier meine Artikelübersicht und sehe hier direkt, jawohl,
Lager ist, ist null bei Bananen, genau, wurde halt erfolgreich reduziert. Und diese Änderung, die jetzt eben hier stattgefunden ist, diesmal nicht manuell, wie ich es vorhin gemacht habe, sondern über den Import der Bestellung, die wird jetzt eben an die entsprechenden Kanäle übermittelt, in unserem Fall jetzt erstmal nur an den Shopify-Shop, WooCommerce ist ja schon reduziert und genau, wenn ich jetzt hier noch andere Kanäle hätte, würde es eben auch an die anderen Kanäle so übermittelt werden. Genau, im Artikel selber, wenn ich den mal öffne, hier den Artikel Banane, dann sehe ich auch unter Warenbewegungen, was jetzt hier sozusagen passiert, ja. Also wir haben hier einmal um 15.09 Uhr habe ich den Artikel erstmal importiert mit einem Wert von 0. Dann habe ich das Ganze ja manuell angepasst und habe quasi 3 hinzugefügt, ja, einen Wert 3 gesetzt um 15:45 Uhr. Dann habe ich erst die eine Bestellung gemacht sozusagen mit der minus 1, dann war der neue Wert 2. Hier sehe ich auch die zugeordnete Bestellung, wo ich direkt draufklicken kann. Und genau, hier dann quasi nochmal direkt die Bestellung mit dem Wert minus 2. Und der neue Wert ist dann 0, ja. Und auch hier wieder die Bestellung, die ich direkt öffnen kann, hier raus sozusagen. Genau, jetzt schaue ich mal, ob das Ganze schon bei Shopify gelandet ist oder noch nicht. Nee, ist noch nicht der Fall. Also wie gesagt, dauert meist so eine Minute, je nachdem, was gerade los ist oder wie schnell auch das entsprechende System reagiert. Genau, sollte aber dann, ja genau, jetzt ist es hier bei 0. Und ja, jetzt sehe ich eben auch im Shopify-Shop, wenn ich mir das Ganze angucke, ist wahrscheinlich meine Banane nicht mehr verfügbar. Schön mit dem Standardthema. Genau, Banane sold out hier unten. Ja, also die kann ich jetzt nicht mehr bestellen sozusagen. Genau. Das ist im Prinzip schon das ganze Hexenwerk sozusagen zum Thema Bestandsvergleich. Natürlich bei 3 Artikeln ist das Ganze relativ übersichtlich und gut machbar. Desto umfangreicher das Sortiment, desto komplexer wird es natürlich. Aber in aller Regel, also wir kriegen relativ viele Anfragen, Bestandsabgleich funktioniert nicht oder es gibt Probleme oder was auch immer. Und in ja wirklich 95% der Fällen ist es einfach so, dass die Zuordnung nicht korrekt ist. Ja, ich muss einfach meine Warenbestände sauber pflegen. Ich muss schauen, dass ich Artikel nicht doppelt hier im System habe, sondern jeden Artikel wirklich nur einmal habe. Es ist ein Riesenvorteil, wenn ich überall eine SKU oder eine ERN vergeben habe und ich genau weiß, okay, dieser Artikel ist diese SKU. Und dann eben auch ja, meine Quellen hier sozusagen entsprechend verknüpft hat. Ja, das heißt nicht, dass ich wirklich bei jedem Artikel auch all meine Kanäle hinterlegt haben muss. Ja, ich kann ja durchaus auch bestimmte Artikel nur bei bestimmten Kanälen verkaufen. Aber ich muss eben schauen, dass die Kanäle, wo ich verkaufen möchte, bei dem jeweiligen Artikel auch als korrekte Quelle hinterlegt sind. So. Genau, und dann eben die Ereignisanzeige hier. Die kann ich übrigens auch filtern nach Fehlerereignissen und würde jetzt dann sehen, wenn ich irgendwo eine falsche Quelle-ID habe oder so, hier hat was nicht funktioniert, hier konnte Bestand nicht gesetzt werden, weil zum Beispiel die Quell-ID nicht gefunden wurde oder es kann ja auch sein, dass der Shop mal nicht erreichbar ist oder so. Genau, und das würde ich dann hier eben alles finden. Genau, das zum Thema Bestandsabgleich. Das war jetzt erstmal so rudimentär erklärt sozusagen, was, ja, was der Bestandsabgleich ist, wie es funktioniert sozusagen. Genau, ich würde euch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Genau, ist das Ganze jetzt nicht umsonst, also wir bezahlen da auch quasi wie, wir berechnen da sozusagen wie bei der Auftragsabwicklung auch mit einer Art Airbag, ja, also jeder Abgleich kostet da 1 Cent und ist aber dann gedeckelt bei 19 Euro im Monat, also ja, wirklich überschaubar für die meisten und ja, spart eben jede Menge Arbeit, spart Stress mit irgendwelchen Kunden, wenn diese sich über Überverkäufe beschweren und so weiter. Hier müssen nicht die Bestände in allen Kanälen einzeln anpassen, können das Ganze direkt vom Bülbi heraus machen, je nach Größe direkt in Bülbi oder eben, wenn es ein bisschen mehr Artikel sind, über einen Excel-Import. Genau, so, jetzt schaue ich mal hier im Webinar, wie es fragentechnisch aussieht. Genau, Frank hat ja gefragt, wie es aussieht mit Überverkauf. Theoretisch natürlich ja, also gerade bei Amazon zum Beispiel ist es so, es gibt so ein paar Kanäle, die stellen die Bestellung ja erst nach einer ganzen Weile zur Verfügung, ja, und in der Zeit kann es sicherlich sein, dass da Überverkäufe zustande kommen. So Quick and Dirty Lösung dafür ist es halt einfach sozusagen den imaginären Bestand einfach ein bisschen niedriger anzusetzen, als er tatsächlich ist, ja, also immer einen Puffer einzubauen von, weiß ich nicht, 5 bis 10 Artikeln, je nachdem, wie häufig die verkauft werden. Aber genau, nichtsdestotrotz soll das halt massiv reduzieren, sozusagen, das Thema Überverkäufe. Und es müsste dann halt schon ja, entweder ein Artikel sein, der wirklich sehr, sehr häufig und ständig verkauft wird, oder eben ja ein Zufall, dass quasi gleichzeitig mehr oder weniger was bestellt wird. Ja.
Genau. Genau, das wurde schon beantwortet. Schaue ich nochmal hier bei Fragen. Gibt es da noch was Offenes? Schau mal gerade durch. Genau, ist nochmal gefragt worden, ob es zum Beispiel für zwei verschiedene ERNs, ob man auch einen Artikel zuordnen kann, ja. Also quasi ein Artikel, der aber nach außen hin sozusagen als zwei verkauft wird. Genau, ist kein Problem. Man kann jedem Artikel beliebige Anzahl Quellen hinzuordnen. Ja, ich könnte jetzt auch dem Banane-Artikel zusätzlich noch den Ventilator zuordnen oder was auch immer sozusagen. Dann vielleicht ein Thema, wo ich ganz kurz noch was zu sage, ist das Thema Stücklisten. Spielt so ein bisschen damit rein. Also wenn ich zum Beispiel Bundle verkaufen möchte oder ja, einfach ja, eine größere Menge von Artikeln, zum Beispiel ein Fünferpack, Zehnerpack, was auch immer, oder eben Kombinationen von zwei Artikeln, was weiß ich, Ventilator plus Banane im Bundle sozusagen, dann kann ich das Ganze über Stücklisten lösen. Und auch da funktioniert der Bestandsabgleich. Ja, also die Stückliste sozusagen als Bundle hat quasi eine eigene Artikelnummer im Shop. Und genau, der Bestand der Stückliste entspricht immer dem Bestand des Artikels dieser Stückliste mit dem niedrigsten Wert. Ja, also wenn ich eine Stückliste habe, die jetzt in dem Fall zum Beispiel aus Gießkanne und Ventilator besteht, dann würde der Lagerbestand für die Stückliste bei 4 sein. Und eben nicht bei 5, ja, weil spätestens, wenn ich keinen Ventilator mehr habe, kann ich eben auch diese Stückliste nicht mehr verkaufen. Genau. Ist nicht für alle Kunden relevant. Wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr wissen wollt zum Thema Stücklisten, gibt es auch separate Hilfeartikel. Und genau, ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach fragen. Ja, aber zumindest mit Stücklisten kann ich ja fast jedes Konstrukt eigentlich hier im Bilby abbilden von Artikeln, die zusammengehören, die als Bundle verkauft werden, als Zehnerpack verkauft werden oder wie auch immer. Genau. So, was haben wir hier? Helmut Forstow fragt, muss das aktiviert werden? Aber, genau, was muss aktiviert werden? Meinst du Sicherheitsbestand? Genau, momentan gibt es das noch nicht. Wie mein Kollege schon geschrieben hat, wir planen das ein bisschen. Okay, FBA-Fulfillment bei Amazon. Genau, in dem Fall ist es tatsächlich sinnvoll für FBA den Bestandsabgleich zu deaktivieren. Ja, es sei denn, ihr nutzt Amazon Multichannel Versand und der Lagerbestand bei Amazon ist tatsächlich der Bestand, den ihr auch bei Shopify oder in anderen Kanälen listen wollt. Ansonsten ganz genau, wie es hier aussieht, am besten trennen. Also FBA ist ein Thema für sich sozusagen. Bestände dort im Seller Central verwalten und alles andere, was ihr selbst verschickt, quasi über den Bestandsabgleich in Bilby verwalten. Genau, was haben wir hier noch an offenen Fragen? Ich glaube, es ist sonst fast alles beantwortet worden. Im Fragen-Tab. Schauen wir uns gut aus. Genau, Thema Geisterangebote. Hatte Katja Meininger geschrieben. Das ist das Thema bei Amazon FBA. Da geht es genau darum, was ich quasi eben erklärt hatte. Genau, Helmut, die Abgleichfunktion muss aktiviert werden. Dann zeige ich nochmal kurz. Und vielleicht für diejenigen, die auch ein bisschen später dazugekommen werden, gekommen sind. Ich kann das jetzt auch mal hier beispielhaft bei einem Shop wieder deaktivieren. Genau, also ich gehe eben in die Shop-Verbindung rein, habe hier meine Shops sozusagen. Und wenn ich jetzt den Abgleich aktivieren möchte, zum Beispiel für den WooCommerce-Shop, dann gehe ich hier auf Bestandsabgleich und aktiviere das Ganze eben hier. Und beim Aktivieren werde ich auch direkt ja, bekomme ich direkt den Hinweis, dass die automatische Übermittlung der Bestände eben 1 Cent pro Übertragung kostet und dann eben begrenzt auf den Airbag von 19 Euro im Monat. Genau, hier bin ich jetzt im Testaccount, da ist das natürlich nicht der Fall. Und genau, ansonsten sind es eben diese 1 Cent Schrägstrich maximal 19 Euro im Monat. Genau.
Magnalista und Bilby, gute Frage. Kennen wir uns selber auch nicht so wirklich gut aus. Also wenn du, soweit ich weiß, wenn du mit dem Magnalista wirklich nur zum Listing verwendest, ist das kein Problem. Ja, aber dann bitte auch den Bestandsabgleich bei Magnalista entsprechend deaktivieren, wenn das möglich ist. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und wie gesagt, reines Listing hat damit erstmal nichts zu tun. Könnt ihr trotzdem bei Magnalista lassen. Wenn ihr bei Magnalista eben auch die Bestände abgleicht, dann im Umkehrschluss bitte halt den Bestandsabgleich bei Bilby deaktivieren, dass sich da nichts in die Quere kommt. Jetzt so noch was geschrieben. Okay, jetzt kommen vielleicht ein paar speziellere Fragen. Da würde ich vielleicht bitten, das nochmal konkret direkt an support@bilby.io zu schicken. Genau, Helmut vielleicht noch. Genau, gibt es. Es gibt www.bilby.io/Webinare, wo alle Webinare der Vergangenheit zu finden sind. Genau, die könnt ihr euch quasi anschauen, das Video sozusagen. Anja, genau, bitte nochmal mit der konkreten Fragestellung beziehungsweise am besten auch mit der Beispielbestellung direkt am Support melden. Das ist dann ein bisschen einfacher konkret zu beantworten. Genau, meine Kollegin hat gerade den Link geschickt. Genau, jetzt gibt es, meine ich, keine offenen Fragen mehr. Ich schaue noch mal schnell alles durch. Ja, sieht ganz gut aus. Vielleicht noch eine kurze technische Frage, mehr oder weniger. Und zwar können alle Nutzer, alle Personen hier im Chat auch die Fragen quasi unterm Reiter Fragen sehen oder ist das privat? Könnt ihr das sehen, was da an Fragen gestellt wird und vor allen Dingen auch beantwortet wird? Ja, sehr gut, wunderbar. Das wusste ich gerade nicht. Sehr schön. Genau, also wenn es sonst keine konkreten Fragen mehr hier gibt, dann brauchen wir das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wie gesagt, das Webinar wird aufgezeichnet, steht nachher bereit. Ihr bekommt kurz danach eine entsprechende E-Mail. Genau, ansonsten bei konkreten Fragen oder ja, Fehlern oder Fehlern beim Bestandsabgleich, die jetzt so mit dem, was ich erzählt habe, nicht lösen könnt, einfach beim Support melden. In aller Regel gibt es eine meist simple Lösung, die wir ganz gut finden können. Und genau, wünsche ich noch einen schönen Nachmittag und vor allen Dingen viel Erfolg jetzt im Weihnachtsgeschäft und dann bis zum nächsten Mal.